Einen wunderschönen guten Morgen, der überhaupt nicht wunderschön ist. Oh, ich habe ja die letzte Nacht, also die vorletzte Nacht, habe ich ja schon so blöd geschlafen, habe ich euch ja erzählt. Und die letzte Nacht jetzt habe ich gar nicht geschlafen. Naja, gar nicht ist gelogen. Ich bin irgendwann mal auf der Couch eingeschlafen gegen 10 Uhr oder sowas. Und gegen 12 Uhr bin ich aufgewacht, weil ich meinen Mann gehört habe, dass er sich übergeben hat. Ja. Und ab 12 Uhr war ich hellwach. Also hellwach. Ich lag dann im Bett. Und mein Mann ist immer wieder wach geworden, hat sich immer mal wieder übergeben. Und Lara ist gegen 3 Uhr. Ab 2 Uhr hat sie schon angefangen, so ein bisschen. Aber ab 3 Uhr ist sie dann wach geworden, wollte was trinken und dann ja, habe ich ihr zu trinken gemacht und Windel gewechselt und so weiter. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis sie eingeschlafen ist. Sie hat nicht so richtig in den Schlaf gefunden und hat dann einmal nochmal ein großes Bäuerchen gemacht, die Arme. Und dann hat es eigentlich geklappt mit dem Schlafen. Ich war weiterhin die ganze Zeit wach. Dann bin ich irgendwann mal gegen, ich weiß es gar nicht, es war auch irgendwas um 3 Uhr irgendwas, bin ich ans Handy, weil ich nicht schlafen konnte. Davor war ich gar nicht am Handy gewesen. Dann habe ich gelesen, dass meine Schwester geschrieben hat, sie sitzt auf der Couch mit einem Eimer und hat sich schon mehrmals übergeben. Ja. Ich würde mal sagen, da haben sich zwei Personen gut angesteckt bei Lias. Also richtig, richtig ätzend. Meine Schwester hat halt auch nur geschrieben, dass sie die ganze Zeit wach ist. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt letzten Endes mal wieder eingeschlafen ist. Keine Ahnung. Ja, jetzt muss ich natürlich irgendwie, mein Mann wollte ja eigentlich heute ins Büro fahren. Das hat sich dann erledigt. Das ist richtig ätzend. Der muss irgendwann mal die Woche ins Büro, weil wir brauchen den Stempel und die Unterschrift von seiner Chefin für die Hortanmeldung für Lias. Die muss ja bis zum 31. Heute ist der 23. oder sowas. Also wir haben noch knapp eine Woche Zeit, um die Anmeldung abzugeben. Wenn wir die nicht rechtzeitig abgeben, hat er automatisch keinen Platz. Egal aus was für Gründen man es nicht abgegeben hat, völlig egal, wenn du bis zum 31. nicht abgegeben hast, vollständig, dann Pech gehabt. Ja, das ist richtig ätzend. Deswegen schafft es dann eben halt, ja, heute logischerweise nicht, aber irgendwann muss er auf jeden Fall los. Ja, jetzt muss ich natürlich zusehen, dass ich meine Schwester irgendwie heute entlaste und ihr helfe. Mein Mann bleibt heute bleibt ja eben zu Hause. Da muss ich auch schauen, dass er mich nicht ansteckt und Lara nicht ansteckt. Und gleichzeitig habe ich aber einen Struggle, weil ich wollte ja gestern was drehen. Das muss ich heute eigentlich drehen. Und ich habe eine kurzfristige Kooperation gestern Mittag noch reinbekommen für heute. Und da habe ich zugesagt. Das muss ich auch machen. Also es wird ein lustiger Tag mit den ganzen Kranken um mich herum. Gleichzeitig, okay, ich habe jetzt die Kinder schon sehr früh weggebracht. Wir haben jetzt gerade 1:08, weil der Lias muss ja, die ganzen Vorschulkinder müssen jetzt ab sofort immer spätestens um 7:45 im Kindergarten sein. Oh Gott. Und gleichzeitig habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen, die letzte Nacht nicht geschlafen, die vorletzte Nacht nicht richtig geschlafen. Ich habe die Kopfschmerzen meines Lebens, einfach weil ich nicht geschlafen habe, aber ich habe richtig dolle Kopfschmerzen. Und was auch ätzend war, egal wie ich mich rumgedreht habe und versucht habe einzuschlafen, ich hatte so Rückenschmerzen an einer bestimmten Stelle rechts neben meiner Wirbelsäule, in der Nähe, wo mein Schulterblatt ist, ein bisschen weiter runter. Das fühlt sich an, wie wenn da ein Messer drin stecken würde. Bei jedem Atemzug tut es richtig, richtig weh. Und vor allen Dingen, wenn ich mich rumgedreht habe, habe ich mir gedacht so, oh mein Gott, was steckt da drin? Also richtig ekelhafte Schmerzen gehabt die ganze Nacht und starke Kopfschmerzen die ganze Nacht. Also ich werde jetzt eine Kleinigkeit essen und mir direkt erstmal so eine richtig schöne 600er Ibuprofen einwerfen. Und hoffen, dass die schnell wirkt. Und sonst gebe ich mir direkt noch eine. Sonst überlebe ich diesen Tag nicht. Echt nicht. Katastrophe. Absolute Katastrophe.
Ja, deswegen, ich weiß nicht, wann ich mich melde, ob ich mich melde, aber momentan ist irgendwie der Wurm drin. Es ist wirklich Hilfe! So, ein paar Stunden später, die Jungs sind schon eine ganze Zeit lang im Kindergarten. Als ich nach Hause gekommen bin, habe ich erstmal was gefrühstückt. Und ich muss sagen, meine Rückenschmerzen sind echt ein bisschen besser geworden, sind nicht mehr so extrem stark. Und meine Kopfschmerzen sind auch ein bisschen besser geworden, also schon gut besser geworden. Ich habe immer noch im Hinterkopf ein bisschen Schmerzen, aber ansonsten geht es eigentlich. Ja, ich habe dann jetzt schon eine Zeit lang am PC gearbeitet. Lara ist jetzt irgendwann wach geworden. Sie lag jetzt, ich habe sie einmal umgezogen und gefüttert, und sie lag jetzt ein bisschen unterm Spielebogen hier, während ich endlich mal das Video für die Wunderwiege gedreht habe. Und sie ist dann ein bisschen quengelig geworden und wollte nicht mehr drunter liegen. Und dann habe ich sie in die Wunderwiege reingemacht, und siehe da, sie chillt und genießt es. Wird hier nochmal einer ihrer Lieblingsspielzeuge dranhängen. Das finde ich ganz cool. Mit diesen ganzen Zehringen kann man das nämlich einfach hier so drüber machen. So. Und dann hat sie genug Spielzeug hier zum Anschauen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Mache ich immer sehr gerne, dass sie da ein bisschen was zum Gucken hat. Es sei denn, sie schläft dann ein, dann hat sich's eh erledigt. Ja, und jetzt habe ich die Wunderwiege, die ganzen Infos und so weiter endlich mal abgedreht und hoffe, dass ich da alle Fragen beantworten konnte, weil ich kriege immer wieder, wenn man die im Hintergrund sieht, auch bei Instagram ganz viel vor allen Dingen, kriege ich ganz oft die Frage zu verschiedenen Sachen und die grundsätzliche Frage, ob sich das lohnt und so weiter und so fort. Deswegen, ja, das Video kommt auf jeden Fall dann jetzt bald. Ich werde mich auf jeden Fall gleich mal auch an den Schnitt dran setzen. Genau. Joa, mein Mann liegt oben im Bett, der schläft, hat ja wie gesagt die ganze Nacht nicht geschlafen. Meine Schwester, der geht's auch so lala. Ich werde später auf jeden Fall, wenn ich mit meiner Hauptarbeit fertig bin, die Babys mal schnappen und mit den beiden spazieren gehen, dass meine Schwester auch noch mal ein bisschen Schlaf bekommt. Und dann gucken wir mal, dass wir uns durch diesen Tag kämpfen nach dieser schlaflosen Nacht. Jo. Sorele. Ich habe jetzt Lara und Malia geschnappt und die liegen beide in dem Kinderwagen drin. Es ist so krass, dass alles in diese Wanne reinpasst. Das ist unglaublich. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt mal ein bisschen spazieren, ein paar Sachen erledigen. Einfach, dass meine Schwester auch ein bisschen, ja, für sich Ruhe hat. Weil wenn es einem schlecht geht und man sich noch um ein Baby kümmern muss, das ist nicht geil. Deswegen, ja, versuche ich jetzt mal eine Zeit lang wegzubleiben, damit sie sich in Ruhe, ja, selber mal ein bisschen um sich selbst kümmern kann. So, beide Babys schlafen mittlerweile. Ich bin als allererstes gerade zu Deichmann gegangen und habe die Schuhe, die zweiten Hausschuhe von Lias, zurückgebracht, denn auch die hat da gemeint, dass sie ihm drücken. Also, ich weiß nicht, ich bin verzweifelt. Diese Geschichte mit dem hohen Fußspann, das haben wir ja schon immer die Probleme. Und wir haben dann ja jetzt welche bei Deichmann gefunden, die so toll waren, die wir jetzt schon mehrmals nachgekauft haben. Die sind aber aktuell sowohl im Laden als auch online ausverkauft. Ich krieg die nicht. Das ist richtig ätzend. Ja. Naja, dann war ich gerade bei der Apotheke drin und habe alles Mögliche gekauft gegen Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, alles Mögliche eingekauft, dass wir gut ausgestattet sind. Die einen Tabletten haben wir sogar, aber ich weiß nicht mehr, wie viele, deswegen habe ich jetzt einfach mitgenommen. Kann ja nicht schaden. Und jetzt bin ich gerade eine große Runde außenrum gelaufen und laufe gerade auf die Post zu, weil ich habe drei neue Trinkflaschen für den Samu bestellt. Die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Nee, ich habe eine Flasche für den Lias bestellt und zwei für den Samu. Und die eine geht zurück, weil die ist zu klein. Und die andere gebe ich jetzt zurück. Und die wiederum andere für Lias, die ist auch super. Die kriegt er, aber die ist für die Schule. Genau, also die ist nicht für jetzt, weil jetzt seine hat er. Genau, für die Schule hat er dann eine neue. Und ja, die eine gebe ich jetzt bei der Post zurück. Und dann gehe ich noch mal kurz zum Aldi rein. Und dann gucke ich mal, wo ich noch ein bisschen rumlaufen kann. Und dann geht es auch wieder ab nach Hause. Ich bin jetzt so eine halbe, dreiviertel Stunde ungefähr schon unterwegs. Und bin auch noch eine Weile unterwegs. So, das habe ich einmal mitgenommen. Bananen für den Lias. Wir hatten keine mehr. Ein paar Bananen für meine Schwester. Zweimal Pudding. Und dann habe ich diese Gemüsebrühe hier mitgenommen. Ich denke, das passt. Und ein bisschen Suppengrün. So, ich bin hier fleißig am Schnippeln und die zwei Babys liegen hier. Keiner will irgendwo sein, sie wollen nur in den Hochstühlen sein. Also habe ich Malia ihr es rübergebracht. Genau, jo, die sind jetzt hier am Chillen und ich
versuche mal so schnell es geht, jetzt die restlichen Sachen zu Ende zu schnippeln. So, meine Suppe ist jetzt aufgesetzt. Malia schläft in der Wiege, Lara schläft hier, mein Mann schläft hier und meine Schwester schläft drüben. Läuft bei uns. So, Malia war jetzt bis eben bei uns, bis 3.30 Uhr. Und ich habe Lara jetzt kurz davor gefüttert, gewickelt und ich hatte, bevor Lara wach geworden ist, war Malia schon wach gewesen. Die hat gegen 2 Uhr, Viertel nach 2 ist sie ungefähr wach geworden. Da hat sie auch Flasche bekommen und habe sie gewickelt und so weiter. Und dann saß ich die ganze Zeit mit ihr eigentlich so auf dem Boden, also sie unterm Spielbogen, ich nebendran und habe dann versucht, immer wieder am PC halt eben zu arbeiten. Genau, hat eigentlich auch ganz gut geklappt, aber ich habe mein Video, was ich heute gedreht hatte, heute Morgen mit der Wunderwiege, immer noch nicht zu Ende geschnitten. Genau, ja, jetzt bin ich auf jeden Fall gerade auf dem Weg, die Jungs abzuholen. Bin ein bisschen knapp dran, wir haben 6 Minuten vor 4 schon. Irgendwie hat es jetzt gerade doch ein bisschen länger gedauert. Aber wir fahren auch gleich wieder direkt nach Hause und dann sollen die Jungs mal am besten im Kinderzimmer spielen oder draußen im Garten, dass sie nicht zu sehr die ganze Zeit in einem Raum sind mit meinem Mann. Es ist wahrscheinlich gar nicht allzu schlimm, weil es ja ein großer Raum ist, wir regelmäßig lüften und so weiter, aber man weiß ja nie. Ich habe keine Lust, dass einer von den Jungs am Ende noch krank wird. Genau. Joa, so, ich hole die Jungs mal ab und dann werden die restlichen Stunden noch durchgezogen. Ich bin froh, wenn wir 8 Uhr haben, wenn alle ins Bett gehen. Ich werde wahrscheinlich safe auch um 8 Uhr einschlafen. Ich bin super müde, aber ich bin gerade wie so ein Roboter, der einfach durchzieht. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin gerade auf dem Weg zum Bürgerbüro. Da muss ich eine Kleinigkeit machen. Und dann geht's ganz kurz in den Edeka und dann wieder nach Hause. Ich habe jetzt heute Morgen die Jungs in den Kindergarten gebracht. Dann war ich kurz beim DM. Da brauchte ich ein paar Sachen. Oh Gott, ich bin so außer Atem, weil ich gerade so einen blöden Berg hochgelaufen bin. genau. Jetzt noch die 2 Sachen und dann geht's wieder nach Hause. Ich habe Lara doch zu Hause gelassen. Mein Mann und meiner Schwester, denen geht's so lala, aber schon viel besser als, also besser als gestern. Aber noch nicht so, dass man sagt, dass sie keine Bauchschmerzen hätten oder so. Deswegen dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis alles super und in Ordnung wieder ist. So, ich bin wieder daheim. Ich habe 2 alte Windelpackungen gefunden gehabt, oben in der Größe 1. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Auf jeden Fall habe ich die jetzt mal zurückgegeben. Die lagen jetzt schon wirklich ewig im Auto und habe dafür einmal die 2 mitgenommen. Dann einmal Desinfektionstücher für die Toilette und einmal hier die Allzwecktücher, die sind leer gegangen. Dann habe ich hier nochmal Kohletabletten mitgenommen, die sollte man immer im Haus haben, die sind wirklich super, gerade wenn man irgendwas mit Darm oder Bauch zu tun hat. Dann nochmal Magen-Darm-Tee und beim Edeka bin ich schnell reingehüpft, da habe ich mir 2 Brötchen mitgenommen und jede Menge Schokokrossis, weil die kosten ja normalerweise 2,60 Euro. Und die sind gerade für 1,29, also einfach 50% drauf im Angebot. Und da habe ich zugeschlagen. Könnt ihr mal durchraten, wie viele hier drin sein könnten. Es ist einiges. So, Dele. Mittlerweile ein paar Stunden später. Wir haben 10:30. Hab gerade eben gefrühstückt. Endlich mal dazu gekommen, weil als ich reingekommen bin, habe ich erstmal meinem Mann was zu frühstücken gemacht. Einfach Brezel und frischen Tee und ein paar Medikamente gegeben. Gott, draußen ist es so unglaublich windig. Also wirklich, ich habe vorhin, weil mir so warm war, es sind nämlich 11 Grad draußen, hatte ich meinen Mantel offen. Und dadurch, dass es so windig war, ist der ständig hochgeflogen. Ich habe mich wie in Matrix gefühlt. Also absolute Katastrophe, was da draußen abgeht. Aber ich hoffe, es wird noch ein bisschen besser. Ich wollte nämlich mit den Mädels wieder später eine Runde drehen. Solange es nicht regnet, ist es auch in Ordnung. Im Kinderwagen sind sie ja windgeschützt. Ja, und nachdem ich meinem Mann das Essen gemacht hatte, habe ich hier erstmal die Spülmaschine ausgeräumt. Die ist nämlich gestern Abend gelaufen. Und danach habe ich sie wieder angemacht mit dieser Reinigung. Diese Geschichte hier habe ich euch ja... Kommt da noch was raus? Nein. Habe ich euch ja gezeigt in dem letzten DM-Haul, beziehungsweise auch im letzten Rossmann-Haul. Da war es nämlich im Angebot von Finish, dieser Maschinenreiniger. Das ist so genial. 100% hygienische Sauberkeit, entfernt Kalk und Fett. Generell irgendwelche Rückstände
langanhaltende Zitrusfrische. Und es riecht nicht nach Zitrus, wie man es kennt, wenn man irgendwie so Putzmittel benutzt, sondern es riecht nach wirklich frisch aufgeschnittener Zitrone. Das finde ich sehr, sehr genial. Und die Maschine glänzt wieder. Ja, jetzt kann ich mal die anderen Sachen, die hier liegen geblieben sind, einräumen. Genau, das habe ich dann gemacht. Dann habe ich meine ganzen Nahrungsergänzungsmittel mal aufgefüllt für die Woche und mir dann auch Frühstück gemacht. Dann habe ich mich gerade hingesetzt. In dem Moment ist Lara wach geworden. Und dann habe ich ihr erstmal Essen gegeben und ihr die Windel gewechselt. Und jetzt liegt sie schon bestimmt seit einer halben Stunde unterm Spielebogen und spielt immer noch und grapscht dran und macht und tut. Also das, ihr hört vielleicht die Rassel. Die liebt dieses Ding so sehr. Malia auch. Also liegen da so, so gerne drunter. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall in Ruhe gegessen. Mein Mann ist jetzt gerade los, hier die Straße hoch zu unserer Hausärztin, holt sich eine Krankmeldung ab. Ich habe zu ihm gesagt, bleib sitzen, ich kann das doch auch holen gehen. Aber er meinte, er wollte mal ein bisschen an die frische Luft und läuft halt einfach ganz langsam. Ja, ich werde mich jetzt erstmal ransetzen an mein heutiges Video. Genau, und dann gucke ich mal, was ich noch so machen kann. Also, meine Mama ist übrigens gerade auf dem Weg hierher, richtig nice. Die hat ihre Schichten so getauscht, dass sie jetzt Freitag oder Donnerstag abends erst weg müsste. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist sie jetzt gleich da und bleibt dann erstmal heute und morgen. Das ist auf jeden Fall eine Unterstützung, weil das ist schon gestern eine Hausnummer gewesen. Ich habe mich wirklich die ganze Zeit als Zwillingsmutter gefühlt. Mein Mann hat die ganze Zeit auf der Couch gelegen. Der hat komplett durchgeschlafen. Der hat nichts mitbekommen. Also ich war wirklich gestern Zwillingsmama. Und danach, als Malia wieder drüben war, dann hat sie drüben nämlich geschlafen. Dann habe ich ja die Kids abgeholt und dann waren die wieder hier zu dritt. Also das war schon krass gestern, aber es war auch nicht irgendwie schlimm, weil gestern beide Mädels gut drauf waren. Die haben gar nicht gejammert, gequengelt, wirklich nur mal ganz kurz zwischendurch. Nichts, also wirklich ganz normal, nichts Besonderes. Das war halt sehr, sehr gut gewesen. Wenn einer von den beiden richtig quengelig gewesen wäre und hätte zum Beispiel immer Körpernähe gewollt und dann hätte man sich um die andere gar nicht richtig kümmern können, das wäre dann immer eine andere Hausnummer geworden. Aber so hat es dann alles geklappt. Ja. Deswegen mal gucken, wie dann heute der Vormittag, Nachmittag wird. Ich denke, ich werde dann irgendwann mal später die Mädels schnappen, vielleicht mit meiner Mutter eine Runde spazieren gehen oder mal gucken, wie wir den Tag verleben. Aber nach den letzten Tagen, wo ich ja auch so wenig Schlaf bekommen habe und irgendwie alles allein gemacht habe, freue ich mich auch, heute dann ein bisschen zu chillen. Ganz ehrlich, vielleicht gehe ich in die Badewanne, vielleicht schaue ich mir später einen Film mit meinem Mann zusammen an oder so, wenn Lara dann schläft. Mal gucken, aber einfach mal ein bisschen... Einfach mal ein bisschen chillen. Deswegen versuche ich jetzt die nächsten Stunden einfach mal meine Arbeit hinzubekommen, dass ich dann auch noch mal ein bisschen chillen kann, bevor die Jungs dann wieder da sind. Genau. Aber jetzt räume ich erstmal die Maschine ein und mache hier mal das beseitige mal das Chaos. Und dann mache ich mit meiner Arbeit weiter, beziehungsweise je nachdem, wie lange Lara da drunter liegen möchte, schnappe ich sie mir dann. Mal gucken, was wir dann machen. Genau. So, jetzt habe ich mich stundenlang nicht gemeldet. Wir haben schon kurz vor 4. Ich bin gerade auf dem Weg, die Jungs abzuholen. Lara war gerade so ein bisschen knatschig die letzten Stunden. Also knatschig ist jetzt übertrieben, aber irgendwie so unzufrieden. Und jetzt ist sie direkt im Kinderwagen eingeschlafen, weil irgendwie konnte sie nicht so richtig schlafen die ganze Zeit. War sie so, hat sie gemeckert. Man merkte halt richtig, sie will schlafen, aber konnte irgendwie nicht. Hat sie nicht so richtig in den Schlaf gefunden. Immer mal ein paar Mal, aber dann schnell wieder aufgewacht. Naja, mein Mann und ich hatten einen Film geschaut. Am frühen Vormittag, die Schneegesellschaft, da hatten ganz, ganz, ganz viele von berichtet, habe ich immer wieder in Insta-Stories gesehen oder gehört von, dass der so krass sein soll auf eine wahre Begebenheit mit diesem Flugzeugabsturz und so weiter und so fort. Und wir haben uns den jetzt angeguckt, weil der so gehypt wurde. Der war nämlich auch ganz lange an Position 1 bei Netflix und so weiter. Naja, auf jeden Fall haben wir uns angeguckt. Der ist schon gut, aber der war jetzt nicht so, oh mein Gott, krass, muss ich irgendwie jedem empfehlen. Aber er war gut gewesen und auch schon echt krass. Also da waren echt zwischendurch Szenen, wo man sich gedacht hat, so, boah, schon heftig. Also, sagen wir mal so, ich hatte ziemlich Hunger danach und ich musste was Vegetarisches essen. Ich hätte kein Fleisch essen können, mir war echt immer noch ein bisschen ekelhaft. Aber ich will gar nicht zu viel spoilern, deswegen, falls euch das interessiert, schaut ihn euch gerne an.
Ja, und ansonsten hatten wir jetzt eigentlich die ganze Zeit gechillt, Leute. Ich habe eigentlich gar nicht gearbeitet heute. Heute Morgen ein bisschen was, aber auch nicht großartig viel. Ich habe wirklich heute so einen richtigen Chillertag. Und ich habe kein schlechtes Gewissen. So ein bisschen schon, aber es hält sich noch in Grenzen. Ja, mal gucken, was wir jetzt machen. Ich habe gerade das allererste Mal seit vielen Wochen eine kurze Jacke an. Ich hatte ja sonst immer diese langen Mäntel, die über den Knie schon gehen sogar. Und mir ist das erste Mal, also mit kurzer Jacke, sogar noch nicht einmal kalt. Voll krass. Also es ist wirklich richtig, richtig mild. Ich glaube, wir haben, heute Morgen hatten wir ja schon irgendwas um die 11 Grad. Ich weiß gar nicht, wie viel Grad es jetzt sind, aber es ist wirklich, selbst der Wind ist nicht kalt. Es ist so angenehm, richtig schön. Ja, deswegen, ich bin gerade am Überlegen, ob wir einfach noch mal so eine Runde laufen sollen. Mal gucken. Ja, ansonsten, wenn noch irgendwas passieren sollte, melde ich mich. Aber ich glaube, heute wird es so ein richtiger gechillter, ich mache nichts Tag. Darf auch mal sein. So, wir waren jetzt mal schnell im Deichmann drin und Elias hat mal Schuhe vor Ort direkt anprobiert und sich ausgesucht. Und jetzt gefallen sie ihm und passen. Also ist das Thema dann auch endlich mal abgehakt. Komm, Samu. Samu wollte unbedingt eine Brezel haben, deswegen waren wir gerade noch schnell im Edeka drin. Der Elias hat sich eine Haribo-Packung ausgesucht. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück nach Hause. So, ich war jetzt eine ganze Zeit lang drüben. Ich wollte euch nochmal die neue Flasche zeigen von Samu. Mit Feuerwehr. Richtig cool. Genau, die war ja neu gewesen. Und jetzt habe ich sie gerade schon eingepackt. Ist ja eigentlich auch egal, die neuen Hausschuhe von... Was ist denn los? Ah, oh, Entschuldigung. die neuen Hausschuhe von Lia. So, das sind ganz normale Hausschuhe. Letzten Endes, da ist Fußball vorne drauf. Die sind in so einem Blau-Türkis. Und ich habe sie nämlich gerade beschriftet. Und in seinen Rucksack reingemacht. Genau. Lara sitzt hier gerade im Hochstuhl und schaut sich um. Und ich bin jetzt mal überlegen, was ich jetzt gerade machen könnte, was irgendwie sinnvoll ist. Eigentlich müsste ich mich mal ein bisschen an die Arbeit ransetzen. Ich habe heute noch gar nichts gemacht. Ich sollte mal wenigstens kurz ein paar wichtige E-Mails beantworten. Ja, das mache ich jetzt.